Hallo, ich habe hier ein kleines Erklärvideo für euch, wie man herausfindet, wie groß die Gesamtkraft ist, wenn zwei Kräfte an einem Körper wirken. Nehmen wir als Beispiel Körper hier so ein Auto, das vielleicht nicht mehr von alleine fahren kann, vielleicht weil die Räder blockiert sind, so wie in dieser jetzt nicht zu guten Animation. Und da muss an dem Auto gezogen werden, damit es wegkommt. Das heißt, da steht da jemand und zieht mit einer Kraft von ja, vielleicht 500 Newton an dem Wagen. Und dann kommt eine zweite Person und hilft ihm, zieht auch an dem Wagen. Ja, ich weiß, die Abschleppseile werden in Wirklichkeit nicht an der Motorhaube und am Scheinwerfer festgemacht, zwar ein bisschen tiefer, aber das ist jetzt der Einfachheit halber, sodass die beiden dort zusammen an dem Fahrzeug wirken. Was würde man meinen, was die Gesamtkraft ist? 800 Newton, und die Physik sagt, das stimmt auch, es sind wirklich 800 Newton. Ganz einfach, wirken beide Einzelkräfte in die gleiche Richtung, dann ist die Gesamtkraft gleich der Summe der beiden einzelnen Kräfte. Schauen wir uns noch einen zweiten Sonderfall an. Hier ist wieder das Auto. Und die erste Person zieht nach wie vor mit 500 Newton an dem Auto. Und jetzt geht es vielleicht um einen Streit oder sowas. Der andere möchte den Wagen behalten. Jedenfalls zieht er auch mit seinen 300 Newton, aber genau in die entgegengesetzte Richtung. Was wäre die Gesamtkraft auf das Auto? Hier würde man intuitiv erwarten, ja, dann werden wohl noch 200 Newton in Richtung der ersten Kraft übrig bleiben. Und die Physik bestätigt auch das. Genauso ist es. Oder allgemein ausgedrückt, wirken zwei Kräfte in entgegengesetzte Richtung, dann ist die Gesamtkraft gleich der Differenz der beiden einzelnen Kräfte, und zwar in Richtung der stärkeren Kraft. Kommen wir nun zur allgemeinen Situation, das heißt, wir haben das Auto und wir haben die eine Person, die von mir aus wieder mit 500 Newton zieht in die eine Richtung und die andere Person zieht mit 300 Newton, aber in irgendeine andere Richtung. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, das zu bestimmen. Es ist weder die Summe noch die Differenz. Wie können wir das rauskriegen? Und um das herauszufinden, haben wir im Unterricht mal ein Experiment gemacht. Und ich habe davon mal zwei Fotos mitgebracht, von denen wir uns das eine mal ein bisschen genauer anschauen. Also hier ist jetzt das erste Foto von den Schülern. 500 Newton, 300 Newton gehen natürlich hier mit kleinen Kraftmessern nicht. Aber ich habe gesagt, machen wir einfach. Der eine zieht mit 5 Newton in die eine Richtung. Der zweite zieht mit 3 Newton in die andere Richtung. Okay, der hat das jetzt nicht ganz hingekriegt. Der hat 3,3 Newton genommen. Von mir aus sei es drum. Und dann sieht man die Gesamtkraft, mit der die beiden am dritten Kraftmesser ziehen. Das sind so, ja, ungefähr 4,3 Newton. Ja, schon eigentümlich, also rechnerisch nicht so ohne weiteres rauszukriegen. Gucken wir uns nochmal ein zweites Bild an, wo sie gezogen haben. Wieder 5 Newton in die eine Richtung. Und jetzt hat er da mal mit 3,1 Newton in die andere Richtung gezogen. Ist auch okay. Und jetzt zeigt der Kraftmesser 7,1 Newton an. Das ist schon eigentümlich. Also so direkt zu rechnen geht es nicht. Das ist die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist die, es hängt offensichtlich von dem Winkel ab, mit der die beiden Einzelkräfte auseinanderlaufen. Jetzt zeige ich euch, wie man das Problem lösen kann. Dazu nehme ich das Bild, das ich jetzt hier gerade mal gehabt habe, und gehe damit mal in ein Programm, wo ich ein bisschen drumherum schreiben kann. Das ist jetzt hier GoodNotes auf dem iPad. Vergrößere das Bild, bis es ein bisschen schön ist. Und zwar läuft das mit einem sogenannten Kräfteparallelogramm. Ich muss dazu sogenannte Kräftepfeile zeichnen und nochmal die Kräfte hinschreiben. 5 Newton, 3,1 Newton. Und jetzt muss ich Pfeile malen, deren Länge sozusagen die Kraft symbolisiert. Das heißt also, die 5 Newton Kraft muss ich in einen Pfeil entsprechender Länge ziehen und dafür muss ich einen Maßstab festlegen. Das heißt, ich muss sagen, wie viel Newton entspricht wie viel Zentimeter. Hier bietet sich natürlich an, 1 Newton 1 Zentimeter zu nehmen. Dann kann ich die Pfeile ziemlich einfach zeichnen. Und dann kann es losgehen. Ich brauche noch einen gemeinsamen Angriffspunkt. Das ist da, wo die beiden Kräfte ungefähr gleich anfangen. Gelber Punkt gezeichnet. Und jetzt kann ich einen 5 cm langen Pfeil genau in die Richtung der einen Kraft zeichnen. Ich vergrößere das mal noch so ein bisschen, dass man es besser ablesen kann. So, und ziehe hier die 5 cm. Okay, der Startpunkt ist ein bisschen zu weit oben gerutscht. Das kehre ich nochmal weg. Und dann soll es ein Pfeil werden. Das heißt, ich muss da noch eine Pfeilspitze dran malen. Und dabei muss ich ein bisschen aufpassen, denn mit der Pfeilspitze darf ich den Pfeil nicht verlängern. Sonst ist es nicht mehr 5 cm lang. Also genau hingucken, dass man die Pfeilspitze schön nach hinten wegzeichnet. Dann das gleiche Spiel für die zweite Kraft. Und das geht jetzt hier so ungefähr, das wären dann 3,1 cm in... Ups, was hat denn jetzt das Lineal gemacht? Ist mir auf 45 gesprungen. Ah, okay, das ist so eine Autofunktion von GoodNotes, der dann, wenn die Winkel nahe bei 45, 90 oder 0 Grad sind, dann genau drauf springt. Aber da muss ich halt direkt den Winkel eingeben. Ich glaube, das waren so 42 Grad. Ja, 42 passt gut. Okay, dann vergrößere ich das Ganze wieder, ziehe meinen 3,1 cm langen Pfeil und mache wieder die Pfeilspitze und verlängere dabei nicht den Kraftpfeil. Jetzt kommt der entscheidende Trick. Ich ziehe eine Parallele der einen Kraft durch die Pfeilspitze von der anderen Kraft. Das sieht dann in dem einen Fall so aus.
Und in dem anderen Fall, ich mache die Farbe auch wieder auf blau, dann so. Dabei entsteht nun ein Parallelogramm, das sogenannte Kräfteparallelogramm. Und die Gesamtkraft ist die Diagonale da drin. Das heißt, dass dann der Pfeil, wieder gemeinsam Punkt, anfängt. Ach, jetzt springt mir das blöde Ding wieder auf 0 Grad. Jetzt muss man mal gucken, das waren so bei 3 Grad. Ja, ich denke, das kommt hin. So, also die Gesamtkraft ist die Diagonale in diesem Parallelogramm. Das heißt, ich kann hier jetzt einen Pfeil malen vom gemeinsamen Angriffspunkt der Einzelkräfte bis zu dem Schnittpunkt der beiden Parallelen und die Länge messen. Mache ich auch noch einen Kraftpfeil wieder dran. Die Länge hatten wir gerade schon gesehen, das waren 6,9 cm. Also ist in diesem Maßstab die Gesamtkraft 6,9 Newton groß. Gucken wir mal auf den Kraftmesser. Ja, okay, der zeigt jetzt etwas mehr als 7 Newton an, 7,1 Newton vielleicht. Das heißt, hundertprozentig geklappt hat es nicht. Aber wenn ich dann berücksichtige, dass der Pfeil für die Gesamtkraft auch noch genau in die richtige Richtung zeigt, ich denke, dann ist es schon eine insgesamt überzeugende Konstruktion. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.